Unsere letzte Live-Schaltung vom OER World Congress in Ljubljana. Wir ändern die Sprache auf Deutsch, weil wir wollen ein Fazit aus der Sicht von Deutschland hören. Der Kongress ist gerade erst zu Ende gegangen und wir sind sehr dankbar, dass wir Professor Metze-Mangold, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, sofort vor die Kamera kriegen konnten. Und das ist jetzt alles ja noch ganz frisch. Können Sie trotzdem schon ein erstes Fazit ziehen? Ich glaube, der Unterschied zu 2012 ist, dass wir hier eine sehr deutliche Engagement der Politik erleben. Ich habe gestern in einem Session, wo sehr viel über auch europäische Politik insgesamt gesprochen wurde, gehört OER One. Also wir haben, glaube ich, inzwischen eine gewisse Begeisterung für die Idee von OER, auch für den Sinn von OER, dass wir offene sozusagen Erziehungsmaterialien, aber auch insgesamt einfach eine offene Lernkultur benötigen, international auch, wo Afrikaner sich auch aufschalten können, beispielsweise in Wissenschafts-Universitätskurse nach Tallinn, dass das zu dem Ziel führen muss und kann, was man sich auf die Fahne geschrieben hat, nämlich eine größere Gleichheit, Bildungsgleichheit herzustellen, einen Zugang zu ermöglichen, auch für Menschen, die das nicht bezahlen können, hochwertige Bildung sich zu kaufen sozusagen. Und auf diese Weise einen internationalen Qualitätsstandard auch zu bekommen. Wir haben erlebt, dass 17 Minister gemeinsam darüber nachgedacht haben, was in der Welt sich ändern muss. Erziehungsminister, sie haben inzwischen sogar ein eigenes Statement abgegeben zum Schluss des Kongresses. Das heißt, wir haben eine wirkliche Bewegung erlebt, die wir auch schon aus Deutschland kennen, dass wir digitale Rahmenbedingungen, digitale Förderungsmittel für offene Erziehungsmaterialien bekommen, die zwei Dinge ermöglichen, nämlich das Thema Open Educational Resources tatsächlich in die Öffentlichkeit zu tragen, auf allen Ebenen plötzlich eine Art Awareness zu schaffen. Und zweitens Pilotprojekte, die uns erlauben, wirklich zu prüfen, welche Möglichkeiten sollte man verfolgen, um Qualitätsentwicklung in der Erziehung hinzubekommen. Für mich steht das sehr, sehr stark im Rahmen der gesamten UNESCO-Politik. UNESCO hat bereits vor 15 Jahren einen Kongress gemacht, Open Causeways. Seitdem arbeitet sich die UNESCO wirklich ab an diesem Thema der Chancengerechtigkeit, was ja, das ist bekannt, das Bildungsziel 4 der Sustainable Development Goals ist, der, wie ich immer sage, größten Transformationsanstrengungen der Menschheit bislang. Und natürlich muss, wenn man so einen großen Rahmen hat, wie ihn jetzt die UN, und das sind wir ja alle, also sozusagen die internationale Familie, sich gesetzt hat für Chancengerechtigkeit, dann ist das Ziel 4 innerhalb dieser Sustainable Development Goals eben die Verpflichtung, auch die Bildung zu transformieren. Und für mich ist eine der absoluten Kernelemente ein neues Denken über Bildung im internationalen Rahmen, damit tatsächlich die Ungleichheit, die wir massiv haben in der Welt, nicht nur beim Zugang zu Breitband, sondern insgesamt beim Zugang zur Bildung, dass wir das tatsächlich ändern können. Und dazu ist aus meiner Sicht OER ein absolut geeignetes Mittel, weil es nämlich nicht nur sozusagen Spaß ermöglicht, mit Materialien neu zu denken, neu kreativ umzugehen, es neu zusammenzubauen im Zweifel, damit aber auch zugleich Innovation fördert. Also das ist auch gesellschaftlich schlicht und einfach sinnvoll. Es ist etwas, es ist im Grunde genommen die Umsetzung der Menschenrechte, nämlich Zugang zur Bildung ist ein Menschenrecht, das ermöglicht dieses Menschenrecht. Aber es ist eben zugleich auch eine kluge gesellschaftspolitische Entscheidung, weil es Innovationen ermöglicht, Kreativität entwickelt. Und genau das brauchen wir in einer Welt, die sich so dramatisch und rasant verändert. Es erlaubt eine neue Kultur der Zusammenarbeit, wie ich finde, damit auch sehr viel mehr Spaß. Und das ist etwas, was UNESCO bereits in den 90er Jahren angefangen hat zu denken. Der Sinn von Bildung ist, zusammenzuarbeiten. Und was sie dann auch in Anfang der 2000er Jahre in dieses sehr schöne Konzept einer humanen Wissensgesellschaft
gegossen hat. Und eine humane Wissensgesellschaft erlaubt eben jedem sein Recht auf Bildung auszuüben und baut keine neuen Barrieren auf. Eine humane Wissensgesellschaft versucht, Zugänge auf allen Ebenen zu schaffen und versucht, Verbindungen zu schaffen, damit eben auch international und quer über und durch die Kontinente Zusammenarbeit möglich wird. Und dass eine neue digitale Ökonomie von so etwas profitiert, muss ich, glaube ich, in dieser Community nicht sagen. Ein sehr schönes Fazit. Und ich habe jetzt die ganze Zeit immer nur Fragen gestellt in diesen Videos. Ich muss jetzt auch zum Abschluss nochmal sagen, es ist ja kein Zufall, dass dieser Kongress plötzlich eine so starke deutsche Delegation hatte, mit, ich glaube, 27 angemeldeten Personen aus Deutschland. Stärkste Delegation. Und das ist ja auch ein Erfolg, würde ich sagen, ganz maßgeblich, nicht der UNESCO insgesamt nur, sondern auch der deutschen UNESCO-Kommission, die die Aktivitäten von Anfang an unterstützt hat. Und ich denke, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir von fast gar nicht präsent in Paris vor 5 Jahren jetzt zur stärksten Delegation so geworden sind. Und ich freue mich und sage an dieser Stelle wirklich auch Dank, dass wir so stark unterstützt werden, dass die KMK sich inzwischen committed hat zu OER, dass aber auch das BMBF massiv jetzt in die Förderung einsteigen will, um genau diesen sehr wichtigen Schritt zu entwickeln, Materialien zu prüfen, Verfahren zu prüfen. Luhmann hat immer gesagt, wenn man die Welt ändern will, muss man 2 Dinge ändern. Entweder die Institutionen oder das Verfahren wird geändert, aber wir müssen immer beides tun. Und genau das müssen wir auch tun und wir müssen Verfahren überprüfen, uns gucken, sind die geeignet, sind die wirklich gut im Sinne auch der Qualitätssicherung? Und das dürfte, glaube ich, ein ganz wichtiges Augenmerk auch für das BMBF sein, die wirklich sehr gut eingestiegen sind, was mich sehr freut. Ein schönes Fazit. Ganz herzlichen Dank, Professor Metzer-Mangold, der UNESCO und allen, die live zugeschaut haben. Wer jetzt noch live dabei ist, das war die letzte Live-Schaltung aus Ljubljana. Es gibt, ich glaube, inzwischen 11 Videos auf diesem Kanal. Man kann sich das alles nochmal in Ruhe angucken und wir werden auch noch ein bisschen Stimmen einfangen, die wir im Nachhinein veröffentlichen. Aus Ljubljana, ganz herzliche Grüße in aller Welt und tschüss.